Ja, hallo und willkommen bei Ebagträumen. Ich freue mich nach langer Zeit, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ja, ich komme mit einem ganz besonderen Thema auf euch zu heute. Und zwar, ihr seht es selber, es ist Herbst. Die Blätter fallen von den Bäumen. Es wird kalt, es wird nass. Und in der Vergangenheit bin ich so wie viele andere von euch auch dann mit meinen normalen Sachen dementsprechend gefahren. Das heißt Jeans, vielleicht noch eine Thermohose darunter und auch oben dementsprechend mit einer dicken Winterjacke. Das Problem hierbei ist aber, dass wir dann dementsprechend eine Bewegungsfreiheit haben, ja, die einem Michelin-Männchen gleicht, sage ich mal. Und das macht natürlich keinen Spaß, gerade wenn man dann ein bisschen länger unterwegs sein möchte und sich kaum nach hinten oder zur Seite drehen kann. Und um dieses Problem zu lösen, habe ich mich auf die Suche begeben für einen Radsportanzug, sogenannten, der für Herbst und Winter extra konzipiert wurde. Und ja, freue mich, euch diesen heute mal vorstellen zu dürfen. Und alles Weitere folgt nach dem Intro. Bis dann. Hallo und willkommen zurück. Jetzt mache ich jetzt mal hier bei, ja, wir haben ca. 5 Grad, eine kleine Tour, ja, um zu testen, ob es auch auf längeren Touren dieser Fahrradanzug dementsprechend hält, was er verspricht und dementsprechend warm hält. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das ein sogenannter Radsportanzug von Rockross, zweiteilig, bestehend aus einer Hose und einer Jacke. Ja, ich bin jetzt hier auf meiner Testtour unterwegs. Also, was ich nach den ersten 10, 15 Kilometern schon definitiv sagen kann, ist, dass er absolut windabweisend ist, aber auch gut isoliert. Wir haben es, wie gesagt, heute so circa 5 Grad wechselnd bewölkt. Und mir ist auf jeden Fall nicht kalt. Ich habe jetzt hier drunter noch meine Trainingsjacke und ein T-Shirt, das war's. Aber mir ist nicht kalt, ganz im Gegenteil, sondern angenehm warm. Und dafür sorgt auch die Belüftung. Ich werde euch gleich erstmal die ganzen Feinheiten von diesem speziellen Anzug zeigen, weil es gibt einige Sachen, die ich da euch zeigen muss und zeigen möchte. Ja, willkommen zurück. So, ich habe jetzt meine Testtour hinter mir gebracht und ihr habt schon gesehen, dieser Radsportanzug ist von der Firma Rockbros. Ja, die Firma Rockbros, da auch mal ein großes Dankeschön. Die hat mir diesen Radsportanzug zur Verfügung gestellt. Den darf ich testen. Ich darf hier sagen, was ich möchte. Und ich musste feststellen, jetzt auf meiner 20 Kilometer Testtour, der Radsportanzug von Rockbros für die Herbst-Winter Zeit ist absolut Also, spitze. Also es ist jetzt nicht nur so, weil ich hier diesen Anzug zur Verfügung gestellt bekommen habe, sondern ich habe jetzt, wie gesagt, bin 20 Kilometer gefahren. Wir haben es heute 5 Grad. Es ist windig, es ist kalt und mir ist nicht kalt. Kein Wind konnte hier durch diese Jacke. Und ich möchte auch gerne euch nochmal hier die Besonderheiten dieses Anzuges zeigen. Fangen wir mal oben bei der Jacke an. Da haben wir auf der Rückseite diese Belüftungsschlitze, aber auch teilweise die Protektoren. Und ich werde euch auch noch mal ein paar Bilder einfügen, damit ihr das besser sehen könnt. Dann hat die Jacke zwei Taschen, die sind sehr groß. Um euch das mal zu zeigen, wie groß oder welches Fassungsvolumen diese Taschen haben, habe ich mal hier ein paar Dinge eingepackt. Auf der rechten Seite hier mein Mikrofon-Set und dann hier auf der linken Seite mein Portemonnaie, passt also hier sehr gut in den Taschen. Dann hier oben gibt es noch mal eine Tasche, wo mein Mikrofon hängt, eine kleine Tasche. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier meine Lesebrille hinterlegt bzw. versteckt. So, das ist auch immer eine kleine Tasche. Ja,
Und natürlich hier auf den Rückseiten gibt es nochmal zwei Taschen, die man nutzen kann, um ja, Dinge zu verstauen, die man auf seiner Tour mitnehmen möchte. Wenn es jetzt nur eine kurze Tour ist, zum Beispiel zum Bäcker oder was ich was. So, dann kommen wir mal zu der Hose. Übrigens, dieser Anzug ist in der Größe XL. Ich bin selber 1,80 groß, wiege 92 Kilogramm und die Größe XL passt wie angegossen. Ja, dann auch hier zur Hose, wiederum mit zwei Taschen und dementsprechenden, ja, so Bändchen, wenn man mal Handschuhe anhat. Übrigens, als Verbesserungsvorschlag meinerseits fehlen diese Bändchen leider an der Jacke. An der Jacke gibt es diese Bändchen nicht. An der Hose, wie gesagt, links, rechts, da gibt es diese Bändchen, aber oben an der Jacke leider nicht. Und das könnte man hier noch verbessern. Aber ansonsten, wie gesagt, auch die Hose ist nochmal extra gepolstert über Knie, über Oberschenkel. Gibt es nochmal eine Polsterung extra. Und, ich zeige es euch auch auf den Bildern, gibt es nochmal extra Protektoren unten links, unten rechts an der Hose. Und wie gesagt, ich bin schwer begeistert mit diesem Anzug. Er hat hier noch dementsprechende Gummibändchen, damit man es auch richtig dicht machen kann, damit auch gar kein Wind durchkommt. Ich jetzt auf meinen 20 Kilometern, ja, mir ist nicht kalt. Wir haben Herbst, Winter, wir haben es 5 Grad. Der Anzug ist top. Also ich kann ihn klar empfehlen. Und er ist auch gut verarbeitet. Hat unten nochmal dementsprechend Reißverschlüsse, damit man, wenn man es möchte, oder hohe Stiefel trägt, dementsprechend leichter reinkommt, gibt es links und rechts nochmal Reißverschlüsse an der Hose. Also wie gesagt, ich bin von diesem Anzug schwer begeistert. Den Link zum Produkt findet ihr in meiner Videobeschreibung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, euer E-Bike Tom. Ciao!